Verstehen Sie? Solange Sal die Energie kontrolliert, kontrollieren sie auch uns. Genau wie Sklaven. Sals goldene Gans ist im Zuckerman-Energienexus in der Nähe der Broad Street Station. Sie nennen sie System X. Dieser Überrest der SEV-Technologie ist in einem Erntekomplex mehrere hundert Meter unter dem Straßenniveau. Nichts in der militärisch-industriellen Welt von Sal wird besser bewacht als dieser Komplex. Wenn Sal eine Achillesferse hat, das ist sie. Wie alle wissen, wurde mir angesichts der schweren Verluste in den letzten Monaten das operative Kommando übertragen. Wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Sal ist überall. Es heißt jetzt oder nie. Wir bringen Sal heute zu Fall oder sterben dabei. Willkommen in unserer bescheidenen Hütte. Sal ist uns auf den Fersen. Wir ziehen ständig weiter, wie Nomaden. Du verstehst schon. Jo, sehr bescheiden. Bleibt in Bewegung. Hallo, Schatz. Warte kurz, Michael, ich bin gleich da. Willkommen zu Hause. Ja, danke schön. Home sweet home. Sag ich dazu noch? Mit digitaler Artillerie. Unser Netzwerk ist hinüber. Bringen Sie uns wieder online. Los! Claire. Das Signal mit Reflektoren. Das ist mir egal. Wir müssen wieder online gehen. Claire. Gott. Michael. Was für ein Tag. Wir haben gute Leute verloren. Ich wollte gerade Dane kontaktieren, als... Was zum... Oh nein. Nein, nein. Claire, das ist Prophet. Bitte hör mir zu. Sieh dir doch die Mods an, Michael. Ist er ein Seth? Sal? Ist er überhaupt ein Mensch? Haben wir dafür unsere Leute geopfert? Für diesen Mutanten? Hör zu. Das ist nicht nur ein Anzug, Michael. Claire. Claire. Wir sind jetzt 5 Monate hier. Die asymmetrische Kriegsführung nützt uns von Tag zu Tag weniger. Das sollte eine zweite Normandie werden. Stattdessen verkriechen wir uns. Wir stören hier, wir stören dort, aber wir können das Blatt nicht wenden. Wir sind dazu nicht in der Lage. Wir brauchen jemanden, der das auch schafft. Major Lawrence Barnes. Prophet. Karl Ernst Rasch. Zu Ihren Diensten. Rasch, ich erinnere mich an Sie. Nicht bewegen, bitte. Rekombinante DNA. Menschlich. Self. Synthetisch. Unglaublich. Ich kann sie nicht auswerten. Oh. Kommen Sie, Lawrence. Was erwarten Sie? Ich habe Ihren Anzug entworfen, mein Freund. Sie können mich nicht auswerten. Claire hat recht, wissen Sie, was das Risiko angeht. So viel Macht, aber instabil, stur, aufsässig. Sagen Sie, hat Michael Sie in unsere Pläne eingeweiht? Ich briefe ihn, wenn's losgeht, Sir. Der Plan ist genial, Boss. Er gibt Sal den Rest. Die Lage ist weitaus schlimmer, als Sie denken. Ich habe Visionen, Einblicke in... Wir tragen den Kampf zu Sal, schalten diesen Energienexus ab und beenden diese Farce. Sonst werden sie alles Leben auf diesem Planeten vernichten. Denken Sie daran. Sie klingen ja richtig prophetisch. Ist das Absicht? Das wäre ja sehr passend. Dann retten wir jetzt mal die Menschheit. Okay? Alles klar. Legen wir los. Pass auf dich auf, Michael. Tu ich doch immer. Gehen wir. So, alles klar. Du solltest die Vision doch nicht erwähnen. Wenigstens hast du die Sache mit ihr für dich behalten. Romeo 1, Ihr Mikro ist noch offen. Ups. Auch ups, ja, super. Hier lang.
So, und einen schönen Ausblick genießen. Der Pfote Hydro-Darm. 500 Megawatt, die direkt in das Höhenverteidigungssystem von Cell fließen. Was ich auch geil finde, also die Grafik sieht ja schon geil aus, aber die Beleuchtungseffekte auf den Gesichtern war ja auch ein bisschen, naja, gerade in der Videosequenz. Sah ein bisschen komisch aus. Ich weiß auch nicht, was da schief gelaufen ist. Sonst sieht das Spiel ja richtig super geil aus, aber da irgendwie, naja, egal. Da komm schon nicht unten durch. Ich schon, mein Freund. Und dort ist Cells Energienexus. System X. Wenn wir den Damm abschalten, sind Cells Abwehrsysteme nutzlos. Können Sie keine Energie von System X umleiten? Es ist nicht im selben Netz. Wozu der Damm? Wenn Sie mit System X eine unerschöpfliche Energiequelle haben. Redundanz? Oder macht Ihnen vielleicht irgendwas an System X Angst? Okay, Psycho. Wie gut kennst du diese Leute? Können wir ihnen trauen? Und was sollt ihr Ausraster wegen meines Anzugs? Sie hasst Anzüge. Keine Ahnung warum, ich frag dich nach. Ich weiß nur, ihr Team hat mich aus dem Skin-Labor geholt. Sie hat mich gerettet. So, hier gibt's einmal noch Munition. Hammer voll. Ah, die Treppe ist blockiert. Wir müssen den Lift zum Laufen bringen. Okay. Dann nochmal. Was liegt denn hier rum? Was liegt hier? Ja. Ja. Brauchst du Hilfe? Nein. Verpiss dich. Jetzt nicht so aggressiv hier. Ja. Ist doch nicht. Das ist mit meinem linken kleinen Finger gemacht. So, und jetzt da runter, oder wie? Okay, dadurch. Alles klar. Oh! Okay. Ups. Ich bin okay. Dann bleibt wohl nur noch ich. Okay. Romeo 1, ich übernehme die Kontrolle. Ich brauche einen Link in den optischen Ausgang des Nanozugs. Over. Alles klar. Aber nur, solange es nötig ist. Okay. Was tut denn der Sessel hier? Mega Tritt! Okay, alles klar. Oh, was? War das ein neu modernisches Glühwürmchen oder wie? So, was machen die hier? Oh, da kommen sie schon angerannt. So, wollen wir mal alle markieren. Auch ziemlich nett, hey, wie die miteinander reden. So, hier können wir so perfekt Mega drin machen. Mal gucken, ob wir den treffen. Na verdammt! Das hat nicht so ganz geklappt. Da drüben haben wir noch was. Ja, aber das ist hier auch ein bisschen blöd. So, ich verstecke mich mal lieber ein bisschen. So, holen wir den Bogen raus. Hallo? Alter! Vielleicht drei Granaten? Alter, was geht da ab? Kommt da gleich drei, vier Granaten runter? So, okay. Guck mal, da unten, da stehen noch welche. So, warum fliege ich mit runter? Hallo? Okay, auch mal geil. So, warte, der hinten machen wir mal. Oh, das ist ja ein bisschen blöd. Warte, ich nehme mal die da. Was sie kann. Ah, wieder so dreifach Schuss. Ich sichere
komm. Kommt denn gar nicht. Oh, wer kommt denn da? Ah ja, der braucht auch ganz schön viel Schuss. So, der da noch. Alter, die wackeln aber auch ganz schön. So, oder ich nehme die mal mit. Ah ne, komm. Achso, bei der Panzerung geht die Energie auch ein bisschen runter. Ich hab gedacht, nur wenn, wenn ich Schaden erleide. Ja, ich hab am Anfang falsch gedacht. Oh, da kommt er mal her. Kann es sein, dass die Steuerung ein bisschen sensibler geworden ist? Ich hab da gerade so das Gefühl, so ein bisschen. Bin ich nicht so ganz sicher. So. Obwohl, da ist noch jemand. Aua. Wow, wow, wow. Hallo? Da kommt der plötzlich. Okay. Hier nochmal irgendwo einer. Ach, da. Oder kommen die gerade irgendwie unendlich oder? Ich lauf mal weiter. Aber der läuft gerade in die falsche Richtung. So. Ja, ich darf auch noch irgendwie da hochkommen. Tarnfeld aktiviert. So, da ist noch ein Heli abgestürzt. Warnung. Subjekt verfehlt. Nanosuit-Entität im Sicherheitsbereich. Sofortige Terminierung erforderlich. Nein, nix Terminierung. So, wo haben wir noch was? Hallo, überall ist ja was. Da hinten rennt einer. So, was haben wir hier nicht gehabt? Geschütz. Hallo, woher kommen die? Irgendwo höre ich ein paar Schritte. Und Sniper haben wir auch da. So, dann muss ich mal sagen, ich laufe mal dahinter. Tarnfeld aktiviert. Wir sind mit keiner. Na, super. So, sieht aber alles schon ganz cool aus. Da ist ein Sniper. Na, schade. So, warte. Ich geh mal weiter. Da kommen wieder Tipps von links. Ah, hier haben wir das Geschütz. Warte mal. So. Ah, war das. So, und los geht's. Hier ein bisschen ins Gebüsch rein, obwohl die mich da eigentlich trotzdem sehen können. Was ich ein bisschen komisch finde. Gar nicht. Oh, hallo? Okay. Oh, hallo. Das klappt. Weg. Hallo, das Geschütz kommt da plötzlich raus. Das sind so komische Laser. Hey. Die habe ich ja mal gar nicht gesehen.